Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Stream an diesem wunderbaren Freitagabend. Ich bin mal wieder da. Ich dachte, ich streame mal wieder und natürlich als Fahrdienstleiter in Train Driver 2 in einer ganz neuen Station. Die habe ich so noch nicht gestreamt und zwar ist Zolli. Ja, ihr könnt schon sehen, Zolli ist ein bisschen was Größeres hier. Wobei der Bahnhof ist jetzt nicht sehr groß. Wir haben hier zwei Bahnsteige. Wir haben hier ein Durchfahrgleis und hier hinten noch ein paar Abstellungen. Aber die ganze Strecke an sich ist ein bisschen länger. Links angefangen. Da klingelt's. Sollte ich vielleicht mal annehmen. Ich muss da auch mal kurz den Ton wieder anmachen. So. Haben wir Ziplovinia. Wie immer. Falsch ausgesprochen. Zweigleisig. Geht dann rein in Zolli, hier in die Mitte. Dann hat es dann hier noch einen kleinen Halt. Und hier in Gotthard-Tuwice hat es auch noch einen Halt. Und geht dann weiter. Kleines Special an dieser Station. Wir haben hier noch den eingleisigen Abschnitt Klesko. Und da gibt es Zugverkehr, der von SR hier unten reinkommt. Und auch teilweise nach WA nach oben fährt. Und umgekehrt. Also wir sehen keine Verbindung. Ansonsten von RB gibt es dann auch Verkehr, der noch da unten geht, etc. Schauen wir uns gleich an. Hier zum Beispiel die linke Ansicht. Da geht es zum Eingleisigen weiter. Da haben wir das Zweigleisige. Und hier den Bahnübergang, der bleibt aber erstmal zu. Und das erste, was hier kommt, das ist Ligota. Wir schauen uns mal den Fahrplan an. Wir haben hier mehrere Bereiche, ich habe jetzt aber nur die wichtigsten aufgeklappt. Und zwar ist das Glasgow hier unten, damit ich dann sehe, ob da was nach oben fährt oder umgekehrt. Und die Station Zolli. So, der von Ligota ist der Hans Kloos 7862. Der hält hier kurz und um 33 ist Abfahrt. Der ist vermutlich dann zu spät dran. Wir geben ihm mal die Einfahrt nach da unten. Zum Bahnsteig hin. So, das hätte er. Und um 45 wäre dann der nächste. Der kommt aus dem Eingleisigen. SR nach RB. Spannend. Dann hätten wir noch einen Zug um 55, um 18, 21, 27 und 56. Bis jetzt, also bis 23 Uhr, habe ich mal eingestellt. Ich hoffe, wir kriegen da Verkehr. Ich werde dann auch zusätzlich noch die Spans hier aufmachen. Mal schauen, ob da was reinkommt. So. Okay. Was haben wir denn für Viewpoints? Gehen wir von links nach rechts. Wir haben Gotthard-Tuwice. Das ist eine dieser Halte zu der rechten Seite. So kommen wir mit funktionierender Uhr. Da können wir dann die Züge beobachten. Gehen wir eins weiter. Das ist der Halt eins davor. In Richtung Zolli. Zolli ist, glaube ich, da hinten. Also ein bisschen kreativ mit der Streckenverlegung. Und wo war jetzt? Ja, genau. Das hier ist links von der Station Zolli. Und da hinten wird der Express kommen. Und das ist quasi die Stelle, wo sie dann unten ins Eingleisige reinfahren können. Und im Eingleisigen haben wir kein Stellwerk. Das ist das hier. Und da kommen die Züge entweder da von links von dieser Schleife oder von da weiter nach Zolli oder kommen von Zolli und fahren dann hier weiter ins Eingleisige. Überschaubar, ebenfalls mit Bahnübergang. Ja, dann haben wir noch Zolli an sich. War mal mechanisch, irgendwann mal. Zumindest die Überreste sind noch da. Ich würde sagen, wir stellen uns hier hin. Dann können wir den Express bei der Einfahrt beobachten. Und ich glaube, ich mache die Musik ein klein Tick leiser. Wenn die Musik zu laut sein sollte, bitte sagen. Aber ich denke mal, so soll es eigentlich gehen. So. Habe ich im Chat was verpasst? Nee. Der 554.000 ist irgendwas am Beschweren.
Für uns nicht interessant, erstmal der Express. Und moin, Charlie. Was? Charlie Jackinson. Schön, bist du da. Hab ich noch. Ach, Scheiße. Das war ja klar. Bahnübergangsstörung. Gerade direkt beim Streamstart. Und das Express da. Der wird jetzt gleich eine kleine Überraschung haben. Muss man den Alarm schnell quittieren. Alarm, so. Tap Mindfahrt, dann könnte ich ihn theoretisch hier dann abstempeln, aber das spare ich mir. Ich mache das nur in Zodi, beziehungsweise in Glasgow, wenn da was durchfährt. Ah, da kommt der nächste. Eingleisig angefragt für den 996. 2045. Ja, sagen wir, ist frei. Los geht's. Ja, rein stationsmäßig. Da klingelt's. Ja, den gebe ich schon mal die Einfahrt bis zur Station erstmal. Mal ganz kurz schauen, der 996. Warum hat der 6 Nummern? Warum hat er 6 Nummern? Letizia, was geht da ab? Letizia, wo ist das? Ja, ich glaube, vor dem Zug werden wir nochmal die Nummer ändern. Und da ist der Express vorbei. Das ist nicht richtig. Einmal Elke Action da hinten. Von dem Zug. Aber immerhin hat er angefragt. So, Express 7862 fährt nach Takowice weiter. Machen wir mal die Anfrage. Takowice, der muss nach NI. Und hat bestätigt. Beziehungsweise Auto bestätigt wegen SPL. Wie gesagt, 33 Abfahrt, jetzt sind wir 36. Na Jung, komm rein. Du bist viel zu spät. Aber der Güterzug scheint weitestgehend on time dann zu sein. Der wird hinter den Express gurken. Und dann haben wir drei Leute, die hier enden. Ich glaube, wenn der Güterzug dann da ist, machen wir den Spawn auf. Dann können die Leute hier anfangen. Und machen mal schön den Fahrplan. Da ist er ja. Frage an den Chat. Ist die Musik soweit okay von der Lautstärke oder soll sie leiser? Södele. Rein mit dir und dann ganz schnell wieder weg. Eigentlich kann ich den Express auf das. Oh, ich kann den auf das Mittelgleis schicken. Ich glaube, das mache ich. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich den pünktlich wegkriege. Sehr gut. Ausfahrt hat er ja auch schon. So, lieber Express, du kannst düsen.
und Ausfahrt. Yes, er gibt Gas. Okay, dann kann ich ihn abstempeln. 5 Minuten Verspätung. Und für mich erstmal erledigt, sofern er da keinen Blödsinn macht auf der Strecke. Ich könnte eigentlich noch hier beobachten. Wenn er da durchfährt. Signale müssten auf Fahrt sein. Sind sie auch? Sehr gut. Frag mich, ab wann dieser Bahnübergang dann zugehen wird. Oh, der Song ist auch mega nice. Ah, wer wird schneller da sein? Der Güterzug. Oh, shit. Mr. Güterzug ist nicht mehr da. Ach, nö. Ja, da können wir aber gleich mal die Spawns aufmachen. 45, 55. Naja, das geht. Spawns sind offen. Jetzt können Leute reinkommen. Zum nächsten Mal. Ach, der ist da immer noch bei der Ausfahrt. Ja, mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Aber das ist irgendwie Standard bei DD2, dass die Züge, die Lokführer ins Offline reingehen. Oder komplett verschwinden. Weil Holzinternet. Na, SCS, wo ist er? Das ist zumindest in dem Block davor uns. Ja, Nachtfell, moin sehen. Hoffe, dir geht's gut. So, gehen wir mal da mal nach oben für den Kollegen. Ja, du, ich kann mich soweit nicht beschweren. Ich meine, es ist Freitag. Kann morgen ausschlafen. Sonntag haben wir unser TD2-Event. Dann Montag auch noch frei. Kann doch fast nicht besser werden. Und das ist zu der Bahnübergang. Ja, da hinten kommt er. Stellen wir uns mal auf die andere Plattform. Ja, vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten. Wieso, was ist denn letzten Freitag gewesen? Ich brauche ein Thumbnail. Oh, fleißig Screenshot-Taste drücken. Wunderbar. Weg ist er. Was mit dem anderen Güterzug? Der ist immer noch als Offline markiert. Der nächste von SR kommt erst um 21.18. Beziehungsweise 16. Der endet ein Express. Der Sam Summer. Ach, schade. Kann ich das hier eigentlich wieder zurücknehmen hier? Fürs Erste. Für den Fall, dass er halt wieder auftaucht, kriegt das halt wieder. Aber das sieht nicht so aus. Jetzt ist weiter gerade um diese Zeit nur 10 Minuten zu Fuß von meinem Zuhause aus gespielt. Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass du da auch vor Ort gewesen bist. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Das ist die eingleisige Strecke hier unten. Schau, ich glaube, den Bahnübergang müsste ich öffnen können. Yes, da geht er auf. Und mal wieder viel zu viel Geld für Merch ausgeben. Das ist doch jedes Mal so, wenn man auf ein Konzert geht. Aber das gehört dazu. Hat jemand Bock auf Fußball? Ich hätte ein Fußballfeld anzubieten.
Wo ist der Eingang eigentlich zu dem Ganzen? Zaun, 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 Zaun. Oder ist der Eingang einfach die Seite ohne Zaun? Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Wer klingelt da? Leko, darfst du klingeln? Mal kurz gucken. Wer, Leko? Ja, darf. Yoshi, vielen lieben Dank für den Sub. Die Baguette. €97. Ja, solange es sich gelohnt hat. So, haben wir sonst noch was Interessantes? Nö. Bisschen Holzwirtschaft. Was mich jetzt aber gerade irritiert, warum ist der Alert nicht abgegangen? Oder habe ich da einfach keinen Ton gehabt? Mal kurz schauen, Alertbox. Alter, eine Ausgabe, komisch. Ja, was ist denn hier los? Der Reti kommt jetzt von rechts. RB, darfst du das? Ja, darfst du. Und SR ist jetzt auf Rot gegangen. Ach, der Express ist jetzt wieder da. Und dann kommt hier noch der VR. Ah, nicht der Express, der... Ah, das war ja eh falsch, was ich gemacht habe mit dem Mittelgleis. Und jetzt hat er auch 5 Stellen. Ach, deswegen war er offline, weil er nicht neu zugewiesen worden ist. Oh, Bravura. Furchtbar mit dir. So, zumachen hier. Dankeschön. Okay, der Kollege von SR bleibt stehen. Der von Beretti, MPI. Das sind alles MPEs hier. Der wird hier enden. Dem gehen wir schon mal ein bisschen Fahrstrecke. Da muss er nicht gerade sofort anhalten. Du kannst mal bis hier einfahren von Neko. Dann sollte es passen. Abfahrt 52. Der ist zu früh. Der ist nicht zu früh. Soll ich den erstmal oben reinlassen? Amogosh ist da. Okay. Schauen wir mal. Und gerade Spawns wieder zumachen. Der ist ja ganz da hinten. Ich glaube, da müssen wir kurz Spionagewagen machen. Raus hier. Hallo, Tür. Dankeschön. Was ist eigentlich aus der Idee, sich mal wieder zum Quatschen zu treffen geworden? Furry Talk, da war doch mal was auf Twitter. Ja, ist nach wie vor in Planung. Aber jetzt noch nicht konkreter geplant. Jetzt war erstmal die Wohnung im Vordergrund. Aber jetzt ist langsam Ruhe. Also, ich denke mal, demnächst geht's dann los. So, was hat der EN750 Personenzug mit vielen Halten? Also einen richtig schönen langsamen. Oh so, alles klar. Mach ich dir. So, wer ist jetzt da wo? 20589 ist jetzt gerade gekommen. Was hatte die schon mal als FDL Sim? Ein paar Monaten. ich glaube, ich kann nicht anders. Du fährst erstmal nach da oben hin. Gute Erfahrung gemacht. Na, so muss das sein.
Jetzt seid ihr auch noch mit auf YouTube dabei. Wenn Freddy Fehmer es auf Twitter postet, kriege ich eine Benachrichtigung. Also einfach posten und ich versuche es einzurichten. Jetzt hat der Typ da unten plus 10 Minuten. Warum? Shit, ja, da muss jetzt, ja gut, so oder so hätte über die Weichen müssen, ob es jetzt links oder rechts ist, bleibt sich bei ihm eh gleich. Da ist der andere Kollege. Das ist der von rechts. Und der vermisst mir jetzt gerade so ein bisschen den Fahrplan. 499634. Den lasse ich hier oben rein. Oh, erstmal Hallo sagen. Gut, du kommst dahin. Oh fuck, nein, das war ein Fehler. Der Kollege muss ja da erstmal rausfahren. Hat jetzt keiner gesehen. So, Kollege 20589, der fährt nach Tarkovice, Abfahrt 250. Schauen wir mal, ob Tarkovice schon frei ist. Tarkovice NI. Scheint frei zu sein, geil. Da ist er. Oh, das ist eine so gute Verspätung. Da wird man wieder alles verhauen hier. Dauert noch mit Fahrplan. Bahnsteige sind gerade belegt. Jetzt habe ich den nächsten Alarm da hinten. Sag mal, wollt ihr mich ver... Ah, das kann es doch nicht sein. Hä, ja, aber da geht doch zu. Oh, das ist zu lang zum Zugehen für ihn. Ach nee, ich glaube, den Bahnübergang sehe ich gar nicht. Ich glaube, ich ist weiter hinten. Och, Mensch. So, du fährst erstmal hier weiter. Und dann da weiter. Okay, ich glaube, das war wegen dem Schließen. Einmal zurücksetzen, beziehungsweise bestätigen. Moin, Stommi! So, der wird gleich anhalten. Ach ja, beobachtet mal bitte die Fahrplananzeige links unten. Sagt mir doch mal bitte, ob die funktioniert, beziehungsweise dass die Animation funktioniert. Ansonsten muss ich das mal neu laden, wenn es das nicht tut. Gut, dass du gerade das Stellwerk machst, was ich am Sonntag mache. Wieso? Haben Sie da noch keine Erfahrung hier drin, oder was? Yes, sofort weg. Ja, abstempeln. Fährt immer noch dieser 99699. Was ist mit dem? Kommt einfach nicht.
Er will was von mir. 12, 6, 7. Habe ich das bei mir? Oh ja, habe ich. 21, 16. Was schreibt er? Yeah, I can anyone roof my timetable. I can relog in any scenario on my route. Hä, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Warum willst du deinen Fahrplan gelöscht haben und dann Relog machen? I have to wait for a moment. Oh, der super Late-Zug ist da. Mit Tom. Cool. Hat sogar auf Deutsch probiert. Sedele, jetzt kann ich den da oben reinlassen. Habe ich den schon gekillt? Nee, noch nicht. Das mache ich jetzt. Wunderbar, weg ist er. Und der 99699 ist jetzt am Auftauchen. 12 Minuten Verspätung. Was ist hier los? 567, ja, 672 will was. Das heißt bei mir um 39. Ich glaube, das geht mich noch nichts an. So. Gute Fahrt noch. Barbora, von einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist es, Züge in bzw. aus dem Bahnhof zu bekommen? Jetzt nicht sehr schwierig. So, gehen wir mal nach Dämme nach oben hier. Da ich nun weiß, dass es dir gut geht, steige ich in den nächsten Zug und ziehe weiter. Ja du, ich wünsche dir eine gute Nacht. Mach's gut und mach keinen Unfug. Ich gehe das Risiko ein und ich werde diesen 99 gerade wegschicken dahinter. In der Hoffnung, dass ich einen Block krieg. So, jetzt machen wir einen Fahrplan. Für 99634 da. Will einen Haufen Halte haben. ECT war's. 110. Anschluss. Ja, was macht man eigentlich für einen Anschluss? Mach mal VR. Sorry, VR. Abfahrt so in 10 Minuten. Alles nicht so cool. Ich glaube, da tun wir mal ein bisschen editieren hier. Eingleisig. Oh, was? Was ist jetzt ein Thomas-Kurs, so ein mega... Okay, das machen wir nicht. Kovalevo, Tarkovice. Ist schon mal besser. Tomislo. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Lapno. Ja, da machen wir noch ein bisschen mehr. Alexandro vielleicht noch. 22 Uhr, na, das wird eng. Renno noch. Ja, ich glaube, sowas können wir machen. Wunderbar. Das heißt, einmal von da nach Dö. Manöver bitte. So, er will auch weiterfahren. Ganz kurz übersetzen, was er hier gesagt hat. Aber was ich aus den Kernwörtern schon sehe, ist es irgendwas mit weiterfahren. We're doing a flyby because it's so late. Ja, ob du einfach durchfährst, das entscheide ich nicht, du, mein Junge.
dies zu Witze kommt. Darfst du das aus RP? Ja, darfst du. Das ist der 15765. Ah, ist der Yoshi. Yoshi kommt vorbei. So, komm, mach's mal rüber. Sonst bremst du hier was aus. Warte mal, 20589, der hat gehalten. Muss der das? Warum stehst du da? Oh je, Stau incoming. So, Manöver nach da. Was ist jetzt mit ihm? Warum jetzt? Was ist jetzt? Google übersetzen. Was? So, der Turbing Lokomotiv. Ach, das ist einer, der nur polnisch wieder reden will. Sag mal. Der ist zu weit gefahren. Ich hab das gar nicht bemerkt. Ah, okay. 9969 ist einfach gegangen. Ja, gut. So. Ja, der eine Zug muss jetzt echt eine Meldung machen, sonst ist er hier weg. 672 will auch was. Oh, Skytrick von RB. Wann soll der da sein? 25. So, 20589 ist jetzt auch am Wegfahren. Die Standzeit. Thank you.
Da hat jemand nicht gewusst, was ein PT ist. So. Dann haben wir es jetzt weg hier. Beziehungsweise noch nicht ganz. Um 7 nach. Fahrt nach Kovalevo. Kovalevo auf Anschluss SA. So, der ist weg. Einfahrt für Yoshi. Aufs Gleis unten. Oh, SWDR. COC 99699. We just left. Sorry. Okay, Übersicht. Er fährt weg. 14. Na, warte mal, das ist gar nicht Yoshi. Doch. Yoshi kommt von RB. Und von VA um 13 nach sollte eigentlich der nächste MPE kommen. Hat noch nicht reserviert. So, mein Junge, Ausfahrt. Zumindest stelle ich dir das mal. Abfahrt 7 nach. Nicht zu früh wegfahren. Okay, die Anzeigen scheinen auch noch sauber zu laufen. Sehr gut. So, Auflösungsklingeln. Könnten wir eigentlich wieder rausgehen. Da ist er ja. Servus. That's Yoshi. Ach ja, falls ihr bei mir im Hintergrund ein Gewitter hört. Es hat ein Gewitter hier. Gerade voll am runterdonnern. 634, du hast dann gleich Ausfahrt, ne? Los, nicht zu langsam sein. Okay, das war Auflösung von Yoshi. Könnte man eigentlich mal hier gucken. Da ist er ja. Mit dem Turbokiebel. Oh, das nächste Klingeln. Renno. Ja, das passt. So. ETCS-Giebel. Ja, ist klar. Abfahrt für dich. Alter, jetzt kommt auch noch Alexandro. Warum kommt er jetzt schon? Na gut. So, der ist abgefahren. Warte mal gucken. Fast unterwegs. Dann können wir uns hier hinstellen, dann fährt er hier dann gleich mal vorbei. Gut. Brenno. Der von Brenno fährt nach RB. Hat einen Halt. Wunderbar. Dann fährst du hier nach unten, bitte. Dann wäre das erledigt. Und vom Eingleis... Nein!
Ich fährt aufs Eingleisige, sehe ich jetzt gerade. Oh, jetzt muss ich das Susik anfragen. Ist da 3, 4, 1, 5, 7, 6, 5, Fragezeichen. Wann fährt der Yoshi weg? Um 15 nach. Susik. Ach, das ist der Check. Alles klar. Trotzdem bleibt es auf Englisch. Jetzt nur vom Timing her, wegen den Fahrstraßen. Ich nehme das jetzt gerade erstmal wieder zurück. Der von VR. Der fährt um 13 ein. Der hat plus 3 um 16. Yoshi fährt um 14 weg. Ah, ne, Moment mal. Der von VR fährt um 14 weg. Yoshi fährt um 15 weg. Also eigentlich. Aber er hat Verspätung. Yoshi fährt also dann zuerst weg. Ist frei. So. Susik. Und zwar Susik RDE. Und dann werden wir das hier einmal drehen. So, rein in den Bahnhof. Kein Yoshi in Sicht. Achso, der steht da hinten. Der hat wohl einen Halt da. Ja, jetzt wird's echt spannend. Wer ist zuerst da? Der von Breno? Oder Yoshi on time? Einer von beiden wird eine Verspätung haben. Warum jetzt schon wieder Alarm? Ach, da hinten. Ach, nee, oder? Geil. Doppelalarm. Was ist da hinten los? Da ist zu. Warum kommt er damit? Okay. Sehr geil. Gut, warte, bis er durchgefahren ist und dann mache ich immer ein Reset. Bitte das, Yoshi. Vorwärts fahren. Nicht rückwärts. Anlauf. Das wäre Nummer 1. Und geht wieder auf. Ach Mann, ich und die Bahnübergänge. Jedes Mal. Aber Gott sei Dank hat es kein SOP hier. Das wäre noch viel nerviger. Okay, Zeit, wir haben jetzt 13. Eine Minute sollte eigentlich der von VR da sein. Und Yoshi in 2 Minuten Abfahrt. Denn eine BU habe ich gekillt. Was hast du denn gemacht? Oh.
Ach nee, kann ich gar nicht. Oh, da kann ich. Nee, dürfte ich eigentlich nicht können, meine Belegte ist. Aber zumindest bis hierhin kann ich. Goshi, gib Gummi! Du bist zu spät! Nein! Das von einem Schweizer! Oh, Skytrick ist da. ja. Skytrick ist. Oh, geh mal weg mit dem Menü da. Ein ECT, der fährt noch. Ah, oh, die fahren alle aufs. Ja, okay. So, Yoshi ist eingefahren. Gehen wir mal die Fahrstraße nach da unten. Na komm. Bereit, die FTL für S-Bahn-Verkehr zu sein. Ja, immer doch. Bitte. Wisst ihr was, den Sky, den lassen wir erstmal da oben einfahren. Da hat es noch Platz. Was war nochmal zu spät? Ja, 15. Ah oh ja, okay. Gerade dann pünktlich. Ja, pünktlich abstempeln. Ah, das sieht so cool aus. Mein Markenzeichen von Yoshi. Gute Fahrt, kein Blödsinn machen. Ach, checken, schönen Gruß. Oh, und Sky ist voll am Reinheizen da hinten. Mal, wo war das? Hier. Ist das schon vorbei? Ja, da kommt erst. Oh, BU geht zu. Wunderbar. Sehe ich sehr gerne. Fahrstraße für den anderen Collision. Oh. Sorry, hab den letzten Teil vergessen. Jetzt nicht mehr. Okay, der 784. Schöne Verspätung hat der. Was ist das, Sky? Warum haben sie da alle Stromabnehmer üben? Es ist gegen die Vorschrift. So, gehen wir hier hin. Kollege verspätet. Ne? Na, ah, der ist doch schon vorbei. Okay, dann müsste eigentlich hier gleich mal auftauchen. So, schleicht rein mit seine 40. So, das Kai, wo fährt der hin? Der fährt auch nach Susek. Warum hast du da unten einen PT? Ich will aufs normale Gleis. Die Fahrstraße ist jetzt schon eingestellt, jetzt fahren sie mal her. Sie würden das normalerweise doch gar nicht sehen. Ja, wobei, es stimmt nicht. Das Signal würde es schon sehen. So, Susech.
Free für außer das 30 6 7 2 2 3 2 Was? Leer sind zu Foto. Moin. Alles ist frei. Geil, dann machen wir hier mal frei. So, Susik. Warte mal, wo ist er? Susik KNS. Einmal KLS. Block gehen, geht schon. Der Kollege fährt weiter. ...784 muss noch, plus Cobra Polnok VL kriegst du von mir. Cobra Polnok PL... Moment. Ah, VL, Entschuldigung. Und ist frei. Nice. Sind wir da vielleicht ein bisschen zu lang für den Bahnsteig? Okay, ist abgefahren. Einmal abstempeln. 6 Minuten Verspätung. I've stopped by to see part of the game, but unfortunately I'm already leaving to clean my house. Yeah then. Happy cleaning! Dö, Dame da drüben, auch dö. Ja, aber schauen wir den allgemein aus mit dem Fahrplan. 22, 39, 48, 42. Dann machen wir erstmal eine Pause. 24 und 56 dann. Können wir dann wieder aufmachen. Und auf der linken Seite, das ist RBSR, RBSR. Alles das gleiche. Keiner, der vom Eingleisigen da oben auf das Zweigleisige nach WA fahren will. So, das Kai weiß ja eh, was er tut. Dem gebe ich schon mal das hier. Bitte nicht nachmachen. Und Ausfahrt. Neues. Wo wäre jetzt ein guter Spot? Ich glaube irgendwo hier. Dann können wir das beobachten, wie er da drüber düst. Und ich habe dann ein Foto. Eventuell für ein Thumbnail. Wir werden sehen, wenn das Ganze dann auf YouTube rauskommt. Sieht schon cool aus da mit den Weichen. Einer dabei, den ich kenne. Ziemlich Standard. Oh, SPD, warum musst du dich da immer so komisch aktualisieren? Ja, oder sollen wir jetzt bei uns aufmachen? Wir waren 39. Wir haben alle noch WA. Wir könnten Spawn aufmachen in Richtung RB. Da fährt jetzt nicht so viel, also da haben nur der eine Kollege da unterwegs, der verspätet ist. Aber das könnte man eigentlich machen. Okay, wir haben da D und P. In welche Richtung schauen die? D schaut nach rechts. Und P ist da, wo der Skyguard steht. Wo ist S als Vergleich? Okay, S lassen wir dann auch zu. Ja, dann
I oder P. Ja, ich würde sagen, wir machen D. So, Sky ist weg. Einmal abstempeln. Screenshot Mode. So muss das sein. Wunderbar. Gute Fahrt. Wobei, wir können noch eins weiter stalken. Ah, ich glaube, das wäre auch noch ein ganz netter Spot für ein Foto. Ja, ich glaube, ich gehe da mal ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, das reicht von der Zeit her. Ach, sieh an. Wir müssen da pfeifen. Okay. Da ist er. Südeli. Das werden dann ein paar Screenshots hier. Und ciao. So, habe ich hier irgendwas verpasst? Sieht nicht so aus. Keiner will was von mir. Na dann. 39. Der Motto ist Z. Timmy, MP, RJ, IE. Kann er da nicht alles, was durchfährt. So muss das sein. Was eigentlich mit dem Kollegen hier hinten. Jetzt am Durchfahren. Oh, ich freue mich schon auf Sonntag. Unser Fahrtag. Bin sehr gespannt, wie das dann sein wird mit der vordefinierten Strecke. Sobibor klingelt. Sobibor, darfst du das? Ja, du darfst. Okay. Der Zug aus Sobibor, der fährt nach WA. Der hat keinen Halt bei mir. Alles klar. Dann schicken wir ihm da mal rein in den Bahnhof. Habe ich den Spawn? Ja, Spawn ist offen. Okay. Cool. Keine Verspätung. Weiter nach Rudnik. Sehr gut. So, liebe Leute. Ich werde euch mal ganz kurz alleine lassen. Boah, ich weiß gar nicht, ob man das gerade gehört hat, aber das war jetzt gerade richtig lauter im Hintergrund. Aber ich muss mal ganz kurz wohin. Ich bin spätestens eine Minute wieder da. Macht's bitte keinen Blödsinn in dieser Station. Jetzt währenddessen auch mal sicherheitshalber den Spawn zu machen. Wer klingelt jetzt? Achso, na. Da geht noch jemand. Also, bis gleich. Always calls my mind. My look behind is smooth.
So, da wäre ich wieder. Habe ich was verpasst? Schaut nicht so aus. Station ist ruhig. Was macht SWDR? Kommt schon wieder ein Yoshi vorbei. Um 44. Ansonsten RB, SR, SR, RB. Ja, ziemlich Standard. Ja, dann warten wir mal auf den Gütezug. Um 39. Warten angesagt. Ja, doch. Alles im Blut. 9 Minuten. Ja, aber nicht ganz 9 Minuten. Der kommt schon früh auf der rechten Seite rein. Aber um 9 nach Durchfahrt im Bahnhof. Und ich muss sagen, für Freitag ist tatsächlich mal ein bisschen was los hier. Ziemlich gut belegt. Eigentlich wird jetzt auch fahren richtig Spaß machen. SR 3415. Hä? Was ist das? Um 44. Muss er da irgendwo halten bei mir? Abfahrt 35, 44. Ja, dann schicken wir rein. So, Freu. Ah, jetzt glaube ich, weiß ich, was gemeint gewesen ist mit S-Bahn-Verkehr. Ich glaube, Sky und Yoshi wollen da jetzt regelmäßig durchfahren hier. So. Einmal hier drehen. Kommt eigentlich von VR demnächst noch was? Nö. Warum nicht? Warum kommt ihr alle von rechts? SWDR ist manchmal doof. So, Moment mal. Der Kollege ist jetzt da. Tom, Yoshi tut ja nicht einmal halten. Das heißt, den kann ich dann gerade auf das Durchfahrgleis schicken. Beziehungsweise kann ich eigentlich das hier machen. Das kann ich. Okay. Warte schon auf das Durchfahrgleis in der Mitte. So. Kollege Güterzug. 672. Wann sollst du da bei Clipo irgendwas weg sein? Meiner 40. Ich glaube, da könnte man schon mal ganz höflich klingeln. Rutnik LN. Oh, jetzt ist frei. Und einmal dahin. Ach, da kann ich das wieder nicht machen. Komm jetzt. So, Lublinek klingelt. Darfst du das? Ja. Ist aber auch früh mit 8. Ja, gut, 48. Ja, das passt schon. Okay, der Güterzug. Muss eigentlich hier bald mal durchdonnern. Mal eine kleine Inspektion machen. Ja, und sorry nochmal wegen dem Gewitter, aber ich lasse hier das Fenster offen, weil es ein bisschen warm. Und dann, ja, jetzt wäre es noch irgendwie geil, wenn man hier das Wetter einstellen könnte, wie in Railroads Online. Dann würde es halt noch irgendwo passen. Ja, genau. Eigentlich hätte ich Railroads Online spielen müssen mit Gewitter-Setting. Dann wäre es keinem aufgefallen. Na, wo ist er? Da ist er.
Schaut soweit alles gut aus, wie er fährt. Erwarte ich auch von Level 11. Naja, oder auch nicht. Warum hast du beide Panthers oben? You have both Panthers. Oh. Kommt jetzt an irgendeine Meldung, mit der er darf das, er musste es? Oder taucht er dann hier nur mit einem Panther auf? Ach, warte mal, ET 41. Ah! Oh. Moment. Ja, zu spät. Hab ich jetzt ein bisschen falsch geguckt hier. Okay, das wäre jetzt gerade ein bisschen fail, meinerseits. Vielleicht nochmal schauen, wenn er da ist. Ja, ziemlich sicher Fame meinerseits. Verbinde verweht, der Bravoure. Nee, nee, nee. Tu, komm her, Meister. Müssen wir mal sehen, beziehungsweise. Kann ich eigentlich auch im Fahrplan noch. Ja, ja, Etiana 40. Sorry. Schreibt das auch. Der ist weg. Sorry, sorry, sorry. Sehr peinlich. So, da ist er. Abstempeln. Ist durchgefahren. 2 Minuten Verfrühung. Jetzt bestimmt einen Daumen nach unten. Naja, immerhin. Er hat Fahrt. Das ist aber auch wieder eine, die man nicht hört. Was ist denn los mit dem Sound? Das ist echt schade. So, du darfst weiter reinfahren. Der aus Lublinek. Was machst denn du so schönes alles? Hallo, Beretti Lublinek. Der hält erst den Zori und dann wieder ein Tagebitze. Okay. Der fährt den ganzen Part durch. Das heißt, bis hierhin. Und Yoshi hat. Ja, nee, der hält ja auch nicht. Einmal durchheizen. Wo stehe ich eigentlich hier? Okay, kann ich da rein? Nö. So, ciao, Kollege. Gute Fahrt. Oh, wie fies wäre das denn in der Fahrt, einfach mal hier so Wagen abkuppeln? Mach ich nicht. Ich glaube, da werden ein paar Leute sehr unglücklich. Mann, ich will da rein. Na gut, zurück zur Station. Was sind sie denn? 44 Ankunft vom Yoshi. Von da unten.
habe ich eigentlich hier für einen Anschluss? Einer, der auf jeden Fall nicht passt. Hier oben ist irgendwie alles doof zum Stehen. Gehen wir lieber nach unten. So, da hat man 12-2-2-0. Und der Yoshi. Und gerade alle auf einmal. So, der RBVA, alles klar. So was eigentlich auch noch ein geiler Screenshot. Muss jetzt nur richtig erwischen. Wer klingelt? Achso, das wollen wir uns auflösen. So, Fahrplananzeige tut auch das, was tut. Sehr gut. Bitte wieder zurück zum Spiel. Dankeschön. Wollte ich gerne wieder den Fahrplan. Dankeschön. Okay, das war einmal Yoshi auflösen. Noise. So, ab in den Bahnhof. Die weiteren Fahrstraßen. Yoshi fährt nach bis zu ZZK. Ist da noch zu früh? Na komm, das machen wir jetzt mal. Bis zu ZZK. Einmal anfragen. Ist eigentlich jemand drin, den ich kenne? Ja, der Vieh. So, 12220. Fahrt nach Tarkovice, KW. Abfahrt 49. Können wir eigentlich auch schon mal anfangen? Tarkovice, KW. Angenommen, sehr geil. Schon mit geschrieben, was ist da los? Ach, und Sykes ist auch unterwegs. Ist er frei für 67232? Skytrick. Boah, kommt nix. Vroi. Und da verlässt er uns schon wieder. Okay, Zeiten abstempeln. Er ist jetzt durchgefahren. 1 Minute Verfrühung. Und los geht's. Einfach kein Blödsinn da hinten machen. So, Sky, Regionalzug. Wo lasse ich dich denn enden? Auf der 9 oder auf der 1? Das Ding ist, es kommt dann kurz drauf, ein Zug von der linken Seite. Und der hätte dann gern das Gleis 1. Das heißt, den Sky werde ich dann auf Gleis 9 hochschicken. Da geht er nicht im Weg um. So mein Plan. Sind beide jetzt da, aber ich sehe beide noch nicht. Okay.
Das habe ich jetzt nicht falsch gesehen. Ach nee. Doch, das habe ich falsch gesehen. Da ist er. Ist aber auch recht kurz unterwegs, der Kollege. Knapp. Knapp. Alles klar. So, du darfst mal bis hierhin reinfahren. Jetzt hat er bestimmt nachgesehen, ob es schon wie knapp das ist. Da hätte jetzt gleich gescheppert. Ja, sorry wegen deinem S1 da. Soll ich bitte übersehen, dass ich da die letzte Meile vergessen habe. Aber bei ihm ist schön angekündigt gewesen. Beziehungsweise er hat damit rechnen müssen. Mit seinem Halt. Das ist an der Station. Ja, okay. Ah, 49 Abfahrt. Und der Sky kommt um 52. Ja, dann warten wir, bis er weggefahren ist und dann fährt der Sky einmal nach da oben. Können wir eigentlich noch... das ist Sky. Könnte sich das ausgehen? 49. Nein, das geht sich nicht aus. Sky muss noch mal ganz kurz warten. So, sagen wir ihm auch mal hallo. Ganzen Kiebel heute unterwegs. Dö, alle mal plus plus. Neuer Fahrplan. Alles klar. Ich werde das mal auf den mal ein bisschen achten. Ah, immer der Balken auf dem Gesicht. Er nervt. Achso, nee. Nur verlassen. Alles klar. Du hast auch die letzte Meile vergessen hier. So, mal vorausschauend für Sky. Und Sky können wir schon mal ein bisschen abstempeln hier. Die ganzen Züge von WA, WA RB, SR nach RB, SR, RB nach SR. Es macht Sinn, wenn der Sky auf WA dann rausfährt. Jo. Also irgendwas darüber. Oder SR. Bei SR. Na, SR ist auch viel doof. Na, Susik.
So ist es dann werden. Okay. Eigentlich, während die Kollegen da auch noch stehen, kann ich ja schon mal anfangen. Drum. Er fährt ab. Sehr gut. So, Fahrplan. Zeitweg 110. Kann ich das überhaupt auf WA machen? Kann ich gar nicht. Er will was von mir. Eh nicht. Okay, Sky fährt nach da oben. Ich muss das auf das Eingleisige machen, aber 20:02 ist wirklich knapp. Sky, willst du direkt nach Susek oder willst du noch eine kleine Fahrt dazwischen machen? Geh mal davon aus, du hörst jetzt mit. Direkt, okay. Dann ist das doof. RBSR Susek. Bitte was? Was? 60 Minuten da unten bei mir rumstehen, ja. Sonst noch Wünsche. Ja, was? Sie ist wieder weg, kann man überspringen. 55 planmäßig. Okay. Susek, das war doch Check, ne? Moment mal, Abfahrt 55. Kann. Nee, Moment mal. Alles. Ich kann es für 67232 looking. Einmal wenden hier. Shit. Jetzt kommt Rutnik und Letizia. Hast du da Berechtigung dafür? Nee, ne? Nee, noch nicht. Yes. Letizia. Ah, Susek, Entschuldigung, Susek, Kral S. Und in 4 to 5 minutes. Wo kommt denn der dann hin? Der fährt noch RB weiter. Ja, das wird schon. So, Vorstraße. Kann ich direkt machen? Ja, kann ich. Nice. Dann hätten wir es. Abfahrt, 2 Minuten. Und der nächste. Skytrick 57, Zori. Über 50. Moment mal. 33133. Oh, die tun sich da kollidieren. Weil der von WA kommt um... Die kommen beide zu der gleichen Zeit an. Stand jetzt.
Nur, dass der 33113 halt länger stehen bleiben tut. Das wird spannend. Okay. Ja, wenn das Timing passt, Parallelinfahrt, aber ich glaube nicht dran. Aber ab und zu passiert es ja mal. Servus Sky, 5 nach. Abfahren. Aber es ist so sinnbefreit, PTs da unten in Clash Code zu machen. Man blockiert dann halt einfach alles. Kann man gleich im Bahnhof stehen bleiben. Fünf Sekunden. Wir haben eh schon 5 nach. So. Stempeln. Yes, deine Express ist weg. Vielleicht haben wir Glück. Viele gibt es weg. Ey, da ist ein Lämpchen aus. Was soll denn das? Vielleicht nochmal doppelt kontrollieren hier. Das ist on. Ja, schauen wir nochmal. Das war jetzt aber gerade vorhin aus. Oder ist halt wieder dieser komische Licht? Ah, Stichwort Licht. Wir könnten eigentlich das auf den schnellsten Zyklus. Dann haben wir noch ein bisschen Abwechslung. Ja, jetzt ist an. Du mich auch. Ja, gute Fahrt noch. Viel Spaß da hinten. Okay, Abstation. Jetzt sehen wir Gott sei Dank ein bisschen was. Bis gleich, der kommt wieder. Was ist denn hier los? Was heißt das? Hauptproblem ist zwar Dovka off. Okay. Jetzt 125. Habe ich das bei mir? Ja, aber der ist noch lange nicht bei mir. So, und sobald Sky verschwunden ist, geben wir Radarstation Bescheid. Wird frei ist. Also der Typ in Rutnik und Letizia. Das ist Cloud 2572. Damit er pünktlich kommt. Oh, jetzt kommt der Twoko. Ja, aber der Typ ist doch gar nicht da. Da bin ich immer sehr gespannt, ob der Express auftaucht. Oder macht es Sinn, dass man den Express da unten reinmacht und den anderen da oben? Na, aber da will ich ja den anderen blockieren. Na, das macht keinen Sinn. So. Auflösen. Ihm sagen, dass es frei ist. Damit er anfängt zu blockieren. Einmal hier drehen. Oh, das ging aber schnell mit dem Block. Letizia OZ.
Testo dann weiter. Gut, Kollege, du fährst noch da unten. Sonst noch was von Letizia? Moment mal. Ah, ne, das ist der. Okay. Ja, lassen wir uns überraschen. Aktuell zwei Züge, die nicht da sind. Oder besser gesagt, Züge sind schon da, aber die Fahrer sind nicht da. Trainspotter Marburg, ein Elki. Ich weiß nicht, aber ich würde mal darauf tippen, das ist ein Deutscher. Und vor der Station, wir haben der Jungs, Piotro, Rote Barbare ist auch unterwegs. Der Jack, der Sykes sind Test. Sykes ist ein Testobo. Sugarcane ist auch noch unterwegs und dann ich als Schlusslicht. Die meisten bis Mitternacht. Ja, ich glaube, ich werde nach dem Stream vielleicht noch ein bisschen selber fahren. Wobei, so viel wird da nicht mehr gehen. Man kommt noch nicht dazu. Punkt 23 Uhr. Da wo ich gesagt habe, da höre ich auf. Ja gut, für eine Stunde halt ein bisschen rumfahren. Und Ozwoko hat die Ausfahrt gestellt. Auch wenn der immer noch nicht da ist, gemäß SWDR. Mal sehen. Was ist denn der Otwoku? Dabrowski, Level 10. Wird auch Einzug angezeigt. Ja, machen wir währenddessen mal einen Spawn auf. Guter Zug. Schauen, ob sich jemand reintraut. Ich könnte eigentlich mal hier schauen. Also hier ist er auch beleuchtet. Hier auch. Kommt nur ein bisschen spät. Und auch hier. Ist noch spannend mit diesem Delay. Express plus 7. Muss das für die Halt eintragen oder wie? Nee. 16:11 ist abgefahren. Was? Otwoko? Prüfen, aber jetzt will er hier SR haben und Charmin kommt jetzt von RB. Charmin RB, ja, ist in Ordnung. Letizia kommt da unten mit SR. Was willst du für einen haben? 363. Alter, 22:50. Ja, nö. Das ist nicht. Und Otwoko verwirrt mich jetzt einfach total.
dir mal die Antwort in den Blog. Wie kommt der auf 1611? Gibt's wirklich einen, der mit 1611 rumfährt? Ja. Der ist aber in Lisko. Okay, das wird spannend. Ja, wobei, Fahrplan bitte wieder aufmachen. Okay, I got confused. Okay. Da wären wir ja schon zwei. Liebe Züge, taucht auf. Also der vom Eingleisigen, der hätte eigentlich schon längst da sein sollen. Was ist mit dem los? 3-3. 1-1-3. Wo bist du? 3-3. 1-1-3. Da ist am Fahren. Oh geil, Otoboko hat aufgelöst. Ich glaube, der hat da mit dem Offline-Zug verwechselt. Nicht, dass er den jetzt gerade falsch weggeschickt hat. Ja, dann kann ich das jetzt hier auch wieder wegnehmen. Schade. Ich hätte mich jetzt gerade ein bisschen drauf gefreut. So, er ist wenigstens da. Abfahrt 8 nach. Okay. So, gib Gas. Hol deine Minuten rein. Ich bin in einer kleinen Sekunde wieder bei euch. Einen Moment. Und schon bin ich wieder da. Oh, seht ihr das? Je nachdem, wie ich schaue, ist die Lichthelligkeit eine andere. Ich kann jetzt. Achso, wieder auflösen. Müssen echt ein bisschen was machen an dem Lichtsystem. Aber ich meine, besser als gar nichts, ne? Södre, SWDR, was willst du? Tarkovice, gib mich nichts an. Okay. Ja, im Gütezug immer warten. Du bist doch voll vor der Zeit. Das ist jetzt Rudnik. Rudnik, darfst du das von dir? Ah, ja, ist ein bisschen früh, aber was soll's. So, der Zug aus Schermin. Der hat einen Halt. Und fährt weiter nach WA. Der Kollege hier. Hype F Marcel, 19. Schön, bist du mit dabei. Was geht hier ab? Nichts für mich.
Okay. Ja, dann machen wir für den Kollegen schon mal die Ausfahrt. Nach da. Wunderbar. Und der fährt weiter noch Testovo. Da machen wir bei Testovo mal klingeln. Und sagen wir mal Hallo. In dem Fall ist es Testovo SL. Und abstempeln. Weg ist er. So, hat angenommen. Sehr gut. Komplette Ausfahrt. Auf der linken Seite haben wir noch Rudnik. Der fährt auch nach RB, hat einen Halt von einer Minute. Na, falsch. Aber bis dahin. Dankeschön. Schöne Dunkelheit am Blinken ist. Irgendetwas, was ich jetzt immediate machen sollte. Nee, ne? So, der Gütezug aus SR. Schauen wir uns das nochmal an. Das war der Vieh. Eigentlich 22,42. Ja, könnte eigentlich reinfahren jetzt. Blockiert man nichts. So, hätte man Bescheid gegeben. Dürfte nicht lang dauern, bis der Block kommt. Nochmal Doppelschermin, Rudnik. Rudnik, du fährst einmal nach da unten. Mir ist schon passiert, dass ich da aus WR Züge einfach gerade geschickt habe, weil ich den pH übersehen habe. Das ist aber ein bisschen blöd, wenn sie da auf dem mittleren Gleis 3 stehen. Und je nachdem, wann der Vieh da ist. So, einmal Hallo sagen. Ich muss auch einmal kurz stehen, weil den schicke ich hier doch da oben in die Abstellung. Mach schon mal die Spawn zu, für alle Fälle. Und der 630, das ist der von rechts. Und da kommt unser Kiel. Ohne Halt an diese Station. War das eigentlich rechtens? Jetzt gucken. In Sitzkowitze hätte eigentlich halten sollen. Okay. Warte mal, Sitzkowitze. Ja, doch, der hätte halten müssen. Macht das jetzt dann in Wirtskeisten? Walter Witze da? Weg ist er. So ein Schlingel. Oh, schon wieder Los Comba. Hab mich tot. Plus 13. Ah, UL. Ja, gut, komm her.
Was der tritt, please my RJ. Okay. Da muss ich jetzt auch mal schnell Bescheid geben. Das Tubo. 3-3. Was war das jetzt? 1-1-3. Und zurückgenommen, warum auch immer er jetzt gehen wollte. Einfach durch den Bahnhof fahren und Verspätung aufzuholen. Auch eine Strategie. Ja. Das machen noch einige. Vielleicht mit dem Hintergedanken, ja, der Fahrdienstleiter wird schon nicht sehen. Weil er vielleicht keinen Spawn hat. Und gut, bei manchen Stationen ist es auch so der Fall. Aber ja. Ja, dann ist das jetzt sehr überschaubar. Kriegen wir euch alle paar Minuten jetzt einen Zug. ...63021. Der hat dann 21 die Abfahrt. Und wer nervt? Thomas Lowe Zauber, dies. Okay, ja, nicht für mich. 630 fährt nach Willichowo SJ. Machen wir hier schon mal die Anfrage. Wo ist es denn? SJ? Und es klingelt. Sollst du hier halten? Kurz mal nachsehen. Chermin. Ja, du sollst hier. Ah, einer, der das richtig macht. Gut gemacht. Normalerweise werde ich immer sehr nervös, wenn die Leute einfach auf der Strecke stehen bleiben. Aber wenn es ein Halt ist, ist ja alles gut. Ich sehe gerade von WA, der Block ist aufgelöst worden. Okay. Ja, dann nehmen wir das hier mal zurück. Kein Zug von da hinten. Oh, ein Zusäck ist gerade offline gegangen, obwohl ich da einen Zug dann dahin habe. Was ist da los? Oh, jetzt ist nur so ein temporäres Ding. Was? Ah ne, jetzt wieder aus online. War das ein Tipp bei das Ding? Alles klar. ...13125. Ah, da kommt bei mir auch noch vorbei. Der hat auch nicht mehr allzu lange. Und da ist der Fieder. Schauen wir uns mal an, mit was er daherkommt. Servus. Ah,
Jo, da muss er kurz warten. Bloß Kuba ist auch noch nicht so weit. Planmäßig um 27 bei mir, plus 13 mit 40. Spannend. Oh, es wird endlich wieder hell. Neues. Wenn ihr selber Fahrdienstleiter in TD2 seid, welche Tageszeit habt ihr dann so am liebsten? Oder habt ihr dann generell einfach nur einen Tag drin? Oder du hast es einfach durchwechseln lassen? Wie macht es denn ihr das so? Das gleiche natürlich auch als Lokführer, ne? Reale Zeit. Ja, okay. Aber wenn man dann halt immer abends spielt, dann ist es halt immer dunkel. So. Nee, Dieselschleuder. Okay, alles für mich. Also, Ausfahrt für den Kollegen hier. Einmal bis dahin, danke. Oder auch nicht. Doch, jetzt geht's. So, wie für dich geht's dann gleich weiter? Ach, der ist noch am Einfahren. Oder? Ja. Er hat seine Abfahrt vor einer Minute gehabt. Ja, aber jetzt knallhart seine Minute stehen bleibt. Natürlich nicht. Eine Minute Verspätung. Und tschüss. Ach, stimmt ja, von rechts kommt der noch. Oh. Gut, dass ich dann gedacht habe. Der hält ja auch nochmal für eine Minute. Kriegst du Einfahrt nach da. So, und Vieh, den schicke ich mal nach ganz nach da oben. Ich finde es so geil, dass man hier die Weichen hört, wenn sie sich hier umlegen. Was? Vor einer Minute Abfahrt hätte er auch durch den Bahnhof durchfahren sollen. Ja, nee, er muss ja schon halten. Weil er hat ein PH drin. Aber mir wurde mal gesagt, dass wenn du halt verspätet ankommst, musst du halt mindestens eine Minute warten für dein PH und dann fährst du erst los. Alter, was? Fuck. M
Mein Fehler, dass ich nicht weitergemacht habe. Sein Fehler, dass er über Rot gefahren ist. Ach, Mann. Jedes Mal die letzte Meile. Aber ich dachte, ich hätte eigentlich durchgezogen gehabt. Aber ich muss mal das Video mal anschauen. Ich dachte, ich hätte... Ich glaube, das war im nächsten Zug dann nochmal. Aber ich dachte, ich hätte ganz durchgemacht. Na egal. So, SWDR 1WR für 67232 kostfrei. Wer war denn das? Oh, Skytrick. Jetzt. Kann jemand mal in den Stream kurz zurückgehen und mal schauen, ob ich da auf Durchgehen geklickt habe oder halt wirklich nur in den ersten Block? Das würde mich jetzt echt interessieren. Wieso kommt der Besetzt-Meldung? Ist das überhaupt nicht besetzt? Okay, schräg. Also ich weiß nicht, WA ist definitiv frei bei mir. Auf der richtigen Seite. Ja, also... Ich glaube, ich muss mal kurz ein Foto schicken. Wenn ich denn eins machen könnte. Jetzt kann ich. Go bitte Clipboard. Discord, öffne dich. Wo ist Sykes? Sykes, Sykes, Sykes. Schnell mal Nachricht. Dankeschön. Was? Es geht hier von SBL nach Bibi. Ich kann dir ihn auch auf Zulu schicken. Hä? Ja, aber... Das ist eine Doppelkontrolle. Ja, was ist denn das jetzt? 53100. Wer bist du? Ach shit, der fährt auf SR runter. Okay.
Willst du die Wagen da haben? Nee, danke. Das habe ich gern frei da hinten. Bitte alles mitnehmen. Ah, der 5311. Susek. 672 ist abgefahren. Aus WA. Ja, sehr schräg, wenn das jetzt nicht gegangen ist. Anfrage machen, Süße. Wo ist es? Da. Ja, und auch wenn ihr mal FDL seid und ich schreibe euch an, also ich prima mache das alles in Englisch. Ich schaue da fast nie auf den Namen hin. Ich meine, klar, Süße war jetzt Check, aber Englisch ist einfacher. Und SPL ist mein Strecken vom Typ SH2 und PBL ist der Strecken vom Typ IA94. KLS frei, Susek KLS. Dann wollen wir hier mal das hier drehen. Susek KLS. Einmal sperren. Und da ist unser Kollege. Wunderbärchen. Plus 10 Minuten. Wenn wir dann gleich nochmal abstempeln, wenn er dann hier ist. Ach, Goda ist auch wieder am Start. Goda von RB 2256. Ah, Goda hat aber auch so die extrem lange SPL. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen dumm, dass ich das angenommen habe. Da haben wir noch einen Express mit einer falschen Nummer. Eine Nummer zu viel. Der ist auch schon unterwegs. Okay. Mal schauen. Ah, das glaube ich war jetzt echt nicht gut. Ja, eventuell lasse ich den dann auf dem anderen Gleis rein. Das wäre noch eine Option. So, der war dann auch da. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Jetzt kommt auch noch Gravo daher.
Mach nicht. Ja, gut. Kurz warten hier. So, Sky. Oh, Gott sei Dank. Klingel hat aufgehört. Da ist er auch. Gut. Hätten wir das. So, und Sky fährt weiter nach Otwoku. Abfahrt 36 vom Bahnhof. Weil der andere hat eh schon eine mega Verspätung. 20, jetzt ist 38. Da wird wieder rumgerast. Was ist denn da los? Ja, ja, ist klar. Ein Grafikbug. Hallo, sorry, Lisco, was? 13125. 13125, wer ist das? Ah, jetzt tut sich das rechnen. Oder gehe ich das? Boah, ich darf das Risiko eigentlich nicht eingehen. Okay, sagen wir mal, dass es blockiert ist. Der Kollege kann jetzt mal losfahren hier. Ja, das habe ich vorher schon gesagt, das mit der 5er Nummer. Das. So, Ausfahrt in die Richtung. Grabo. Grabo, 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 Grabo fährt nach RB. Pass mal bis dahin. 531 ist am Abfahren. Hat immer noch seine 10 Minuten. Ah, oh, Spiel. Okay. Für Sky geht's wo weiter? Nach Otwoku. Machen wir das mal. Otwoku BA. Einmal melden. Dankeschön. So, letzte Meile ist gemacht. Ausfahrt ist da. So, und Sky noch abstempeln. Gut, Grabo ebenfalls rüber. Grabo, der Zug. Der hält nicht. Ja, ich bin 38 gefahren. Ach, die eine Minute da. So, Grabo, Güterschleuder, IT 41, 144. 508 Meter, 2863 Tonnen. Ah, ich
glaube, den möchte ich nicht anhalten lassen. Genau die eine Minute. Warte mal. Du musst ja da hinten... Wo war denn das? Ach, da war das. Das ist Kai. Kann ich dann mal korrigieren. Eins da unten. Minuten noch. Ja, ja, Fahrzeuge hat's noch. Kriegen wir hin. Ah, ich hätte es mit Gohan nicht machen sollen. Es rächt sich jetzt. Ich wette, warte mal, der in Gora. Ah, der Pseudo-Express dort. 13125. Level 9. Was? Level 19? Und da fällst du dir selber nicht auf, dass du eine falsche Nummer hast? Okay. Oh, der wird mich ankacken. Ach, so ein Shit. Bitte seid ein bisschen schneller, wenn es geht. ECT 44700. Der ist in Gora, der ist am Hardgas geben. 15765. Nein. To wait. Und das ist mein Planzug hier. Oh, Sky zum Anhalten. Ach, schade, bin ich jetzt nicht da gestanden. Ja, gute Fahrt dir. Da mal nach oben. Wunderbar. Könnte man uns eigentlich noch hier hinstellen. Das erste. Was? Wie kannst du Yoshi nur warten lassen? Ich hab Planzüge. Oh fuck, da ist er. Das gehen wir uns mal hier. Ah, von dieser Seite. So. So, du kannst noch nicht in den Block einfahren. Was? Was? You are? Hä? Hab ich von Lika was? Okay. Ich bin verwirrt. Eine Sekunde wieder bei euch. So, wieder da.
Chaos hier. Der fährt da ein. Oh, vielen lieben Dank für den Sub. Da sehen wir doch gern. So, 447. Tarkovice NE 57. Jetzt kommt Klokovice. Was ist. Oh. 2250. Okay, Stress. Warte mal, 447 ist jetzt durchgefahren. Das heißt, der 13127 kann jetzt eigentlich losfahren. Was? Please ask me when free. Ist doch eigentlich umgekehrt. Und lass mich nicht vergessen, dass ich da noch Zugnummer ändere bei dem. Sonntag machst du das Event. Yes! Da ist Party angesagt. So, 828. Willichhofer SJ. Hä? Wo ist das? Warum? Um das kann ich mich gerade nicht kümmern. Fuck, ich muss das manuell machen. RB. Komm, bitte nimm an, bitte nimm an. So, und jetzt auf die Frage von diesen 447 und 0. Ach scheiße, ich muss den Zug noch abstempeln. Ich tue dich einfach mal so schnell abstempeln. 447, ja, PH, das machst du. Einfach die Batsche vom Sisterwitz hier dazu. You can continue to sorry and do your PH there. Endlich ist er mal live. Ja, bin ich viel zu selten, aber ich bin echt am überlegen, ob ich nicht einen fixen Streaming-Tag mache. Und das wäre dann eh der Freitag. Damit ihr euch dann quasi immer darauf einstellen könnt, okay, Bravura. Freitagabend, da kommt er. Uhrzeitmäßig ist es 14 Uhr, ist der Start und geht bis 21 Uhr. Und als Lokführer könnt ihr dann jederzeit während dieser Zeit reinkommen. Ja, doch, 14 Uhr. Immer nicht verwirren. Also ich scheiß gerade selber nochmal nach, aber das war doch 14 Uhr. Ja, 14 Uhr. Oh, Yoshi. Ja, warum auch nicht? Dann hat man was zum Fahren. Den ganzen Nachmittag bis in den Abend rein. Fixe Strecke. Den Tab extra angemeldet, damit ich es mitbekomme. Und zwar hier nur bei deinem YouTube-Kommentaren. Yes, I do. Tonnen-Zug. Ja, viel Spaß beim Absteckgleis.
So, für den Kollegen aus Offline, wo ich mit dem blauen Auge davon gekommen bin, hier mal die Einfahrt. Klokowice. Der endet. Regionalzug. Ja, den muss ich hier unten reinschicken. So, gehen wir wieder mal in die Hauptstation hier rein. Der ist am Düsen, der ist am Düsen. SPD will wieder was von mir. Ach so, also die Erinnerung, dass ich nur noch 10 Minuten meinen Dienst habe. Theoretisch. Das ist Train Driver 2, ja. Zumindest aus der Sicht des Fahrdienstleiters. Und da ist der Yoshi da. Alter, jetzt wird's voll hier. Jetzt ist der Typ von da hinten da, Yoshi ist da. Für 7 fahren wir bitte weiter nach Zodi, auch wenn es in deinem Fahrplan so drin steht. Gibt es eine Tastenkombi für die Zuganalyse? Nö, die musst du selber machen. Also es gibt so Befehle mit Gewicht und Länge und so weiter. Aber wie schnell du fahren darfst, was du bist und was du sein möchtest, das musst du selber machen. Ich habe jetzt ein Simray gespielt und mich in den Multiplayer verliebt. Habe also leider das TD2 hier nicht. Auch Zunter. Dabei wäre es kostenlos. Was? Nächster Halt, sorry, Endbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Dieser Zug wird geschlossen und weggestellt. Ah, ist aber schön. Der Mann rüben. So. Express sitzt da hinten. Also, Pseudo-Express. Change your number to 4 digits, please. Ja, dann machen wir das schon sauber hier. Echt jetzt? Netter Mensch. Wieso? Sag jetzt nichts dazu. Der ist über Rot drüber gefahren. Und dann ist er auch nur zurückgefahren. Das ist nicht so wie in Simrail, wo du dann halt einfach mal zurückgesetzt wirst. Nein! Du fährst hier weiter und theoretisch kannst du auch einen Unfall verursachen. Das ist wie in echt. Und wenn ich jetzt wollte, dann könnte ich hier jetzt Ticket ausstellen für eine Strafe, aber
Aber jetzt gerade keine Lust dazu. So, jetzt müssen wir den Fahrplan neu ausstellen. Was ich jetzt gerade ein bisschen falsch gemacht habe. Ja, Strafburg, die gibt's. Geht hin bis zum Boden. Ja, und da wurde schon geschrieben, der muss vermutlich ins Offline fahren. Stellen wir mal die Weichen hier. Ja, es ist auch ein bisschen komplizierter. Aber eines Grundregelwerk und wie man es eigentlich macht, wäre eigentlich das gleiche. Gut, dass es gratis ist, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Wo ist denn der Unterschied zwischen Simrail Pro Contra? Also Simrail sieht schöner aus und der große Unterschied ist zwischen der Abstellung. Von mir aus kannst du da reinfahren. Der große Unterschied ist einfach, dass TT2 einfach wesentlich realistischer ist vom Bahnbetrieb her. Und du wirst auch entsprechend bestraft, wenn du halt da Sachen machst, die gegen die Regel verstoßen. Ja, Polnisch zumindest mit einem Übersetzer, aber Englisch wäre fast schon Pflicht. Muss eigentlich mit dem 447 jetzt worden. Moment. Achso, er hat's gesehen. Weiß gar nicht, was da hinten hinter 7 ist. Kann ich ihn gerade noch mal reinfahren lassen? Ist Diesel only. Wird passen für seinen Wagen da. Ich kann nur fluchen auf Polnisch. Ja, das machst du in TT2 auch oft. Vielleicht nicht zwingend in Polnisch, aber fluchen ja. Warum? Orientierung? Da, danke schön. Schauen wir mal da hinten, was da drin ist. Weil du bist ja der Profi. Lass dem Chat fluchen, dann gibt's Urlaub. Ja, die Erfahrung durfte ich auch schon machen. Ach, da hinten geht das Gleis rein. Ja, voll geil. Ja, dass wir Yoshi reinfahren, das schaut ziemlich abenteuerlich aus. Nee, es gibt so keine Karte, weil Standard TD2 sind die Stellwerke quasi komplett gemischt. Also da wird nicht eine echte Strecke nachgebildet. Du könntest das theoretisch machen, wenn die Stellwerke entsprechend da sind und du manuellen Fahrplan machst. Aber ansonsten wärst du halt einfach querbeet, was gerade geht. Das macht auch TD2 interessanter zum Wiederspielen, weil du de facto jedes Mal, wenn du als Lokführer unterwegs bist, immer eine andere Strecke hast, die du fährst. So, new will continue via SZ. Aber das weiß er schon. So, Manöver da unten rein. Nur geil, dass man hier ein Gleis hat. Wer will was von mir?
So. Jetzt, es gibt keine richtige Map, sondern nur Teile, oder wie? Also, ja, du musst dir das so vorstellen, SWDR, das Fahrplanprogramm, also das hier da, das schaut einfach, welche Stationen einfach verfügbar sind und ob die elektrisch sind, nicht elektrisch und wie lange die machen und wie dein Fahrplan halt bist, dann tut dir einfach querbeet einfach irgendwas zusammenstellen. So, der Kollege ist da. Du tust jetzt mal bitte anhalten. Den halt macht man nämlich nur. 45, voll verspätet hier der Typ. Hä, warum nicht? So, jetzt. So, Yoshi kommt da. Die letzten beiden Züge, dann ist für mich Schluss. So, der Yoshi hat dann auch mal seine Parkposition gefunden. Nice. Dann schauen wir uns den Kollegen noch an. Und wenn er dann hier ist, von mir SZ, das müsste sich eigentlich ausgehen von der Distanz her. Und dann war's das. War eine nette Schicht, sorry. Chaotisch wie immer. Aber hätte schlimmer sein können. Ah, soll ich da mal noch... Ah, ich gebe einfach gar keinen Daumen. Muss jetzt nicht sein. Na komm her. Oh, darf nicht mehr lange dauern. So. Ist nach wie vor offline. Also wie auf meiner Höhe ist. Einmal SZ. Ach nee, Moment mal. Das ist dumm. Das Signal ist da hinten. Wie man einfach überhaupt nichts sieht. Da ist er. Sieht aber irgendwie geil aus in der Kurve. Ja, ciao Kollege. Viel Spaß im Offline. Aber die Frage bleibt, warum bist du mit Level 19 mit der falschen Nummer weggefahren? Naja. Okay, liebe Leute, das soll es mal gewesen sein von diesem Stream. Eventuell bin ich morgen nochmal online, also im Sinne von live. Weiß aber noch nicht, was ich mache. Eventuell wieder TD2 und dann am Sonntag unser Fahrtag. Alle Infos findet ihr dazu im offiziellen Forum, wer es noch nicht weiß. Und ja, mal schauen, ob ich dann den Fahrtag streamen werde. Kommt ein bisschen auf den Stress drauf an, nachdem ich ja Orga damit bin. Lass mal schauen, dass es läuft und wenn es dann läuft, glaube ich, könnte ich ja noch einen Stream dazu machen. So, der Plan.
Spiele ich auch mal wieder Simrail? Ja, wenn es mal was Interessanteres, Neueres gibt. Weil FTL und Fahren ist ein bisschen monoton. Man hat die Strecke dann halt irgendwann mal gesehen. Also wenn es dann mal Gear dazu gibt mit realem Gewicht oder sowas oder ein richtig geiles Stellwerk, dann ja, Simrail ist nicht vergessen. Aber aktuell macht einfach TD2 ein bisschen mehr Spaß. Mal gucken. Aber es kommt auf jeden Fall noch Content zu Simrail. Bis dahin, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.